Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge Titanfall 2 und irgendwie ist uns BT mal wieder abhanden gekommen. Der kann auch echt kein Stück auf sich selbst aufpassen. Und er hier will uns sagen, dass wir da wahrscheinlich irgendwie rüber sollen. Aber das gucken wir uns natürlich an. Lalalala. Okay, machen wir das doch auch mal so. Wenn er sagt, dass das so geht. Das hat so funktioniert. Uch, das, ja, ich bin ein Schlaumeier vom Herrn. Anders kann man es nicht formulieren. Also nochmal das Ganze. So, Vorsicht walten lassen. Okay. Also ich muss nochmal sagen, ich kann das Gemeckere über die Grafik nicht nachvollziehen. Okay, und nu? Aha, er will uns was zeigen. Dann analysiere die Daten und sage mir, wo ich hin muss. Taps, taps, taps. Taps, taps, taps. Na dann. Pilot, Cooper, falls Sie mich hören. Ich werde zum Umspannwerk dieser Einrichtung gebracht. Ja. Das sollte doch eine Abkürzung sein, BT. Vielleicht hatte Lefty Mouser recht. Kein Plan übersteht den Erstkontakt. BT, gute Frage. Folgen Sie den Rohren in die unteren Ebenen. Warnung, verlieren Sie. War ja klar. Folgen Sie den Rohren in die untere Ebene. Ja, das heißt wohl hier runter. Würde ich jetzt mal so einfach so vermuten. Und nu? Was nu? Ah. Dann gucken wir uns mal den Geisterläufer an, weil er hat ja einen Weg gefunden. Das wird wahrscheinlich wieder eine super... Ich muss mal wieder klettern. Action bis zum Ende darüber. Darüber. Alter, man kann es übertreiben, ne? Na dann. Ich weiß nicht, wie oft ich dabei sterben werde. Ich gestehe, ich bin überrascht, wenn das jetzt hier richtig ist. Lalalala. Dumm-di-dumm-di-dumm. Und jetzt? Ups, das sah aber so aus, als wenn ich da runtergekonnt hätte. Nee, es ist doch alles nicht wahr. Aber ich kann natürlich hier versuchen, entlang zu krabbeln. Das hatte ich nämlich eben mal dezent übersehen. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wo die unterste Ebene ist. Muss ich euch auch... Och du Scheiße. Ja, analysier du mal das Gelände und zeig mir, wo ich lang muss. Okay, darüber. Okay, das sei ja eigentlich... Naja, ich will den Mund nicht so weit aufmachen. Pilot, in dieser Anlage wimmelt es von IMC-Infanteristen. Seien Sie vorsichtig. Okay, ich bin immer vorsichtig. Lalalala. Ich bin... Guten Tag. Wo kamst denn du her? Wo einer ist, sind bestimmt auch noch mehr, oder? Nicht so wirklich. Zumindest jetzt in diesem Moment nicht. Ja, dann würde ich mal sagen, ab da rein. Ach, das sieht schon wieder sehr tief aus, aber wir tun es trotzdem mal. Ja. Ach ja. Gut, ihr seid überqualifiziert. Und was hat euch das gebracht? Abgesehen davon, dass ihr jetzt alle drei tot seid. Mann. Splittergranate, Spitfire. Keine Ahnung, gib mir die Munition. Was für eine Riesenanlage. Und er sagt mir jetzt schon, irgendwas liegt an, irgendeine Jump-Action.
Ich habe einen Titan der Vanguard-Klasse. Was soll ich mit ihm machen? Ist mir scheißegal, zerstöre ihn. Was ist mit seinem Piloten? Um den kümmern wir uns. Ach ja? Diese Station wurde zum Töten gebaut. Ich bin sicher, das kann ich mir zunutze machen. Mensch, du bist hier nicht auf dem Spielplatz. Ich bezahle dich nicht fürs Mitdenken. Zerstör den Laden, wenn du es verstanden hast. Blizzard. Pilot, ich bin in einer Montagestraße. Vielleicht gibt es einen Ausgang. Ich empfehle, Sie folgen den Plattformen. So, wo willst du lang? Diese Anlage ist extrem gefährlich. Passen Sie auf, dass Sie auf dem Ach ja, das war schon mal nix. Das war eigentlich total doof, weil irgendwie... Okay. Was wird das jetzt hier? Oh Mann. Na dann. Oh ja, das sieht nach Stress aus, aber gut. Toll, das war nichts Gegnerisches. Könntest du mal den Schutzschirm beiseite packen? Also mal ernsthaft, Jungs. Mit Schutzschirm arbeiten ist nicht fair. Zumindest nicht ohne Roboter. Ja, ja, du bewirf mich mal hier. Tag. Ich wollte auch sagen, dieser Schutzschirm kann nicht unendlich sein. Und wo kriege ich denn... Ach, da drüben irgendwo. Ach, leck mich doch am Arsch. So, da so viel zu dem Thema. Oder noch? Ach, da oben war doch was. Ach, Arschloch. Da. Da ist noch einer. Auch Geschichte. Langsam sicher wird die Munition hier aber weniger. Zu wenig für meinen Geschmack. So. Die Nummer haben wir auch durch. G2. Ich glaube, ich ersetze die hier mal. Weil so langsam sicher kriege ich echt ein Munitionsproblem mit der Knarre. Ach da. Sie macht zwar gut Damage, aber zumindest war es offensichtlich so, dass sie gut Damage gemacht hat. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wo ich gerade hingehe. Aber so rein gar nicht. Ja, ja, macht ihr mal Randale. Ich werde jetzt mal Folgendes probieren. Nein! Das war dumm. Okay, sag mir doch mal, was du vorhast. Okay, da drauf. So weit, so gut. Und dann... Okay, dann machen wir das auch mal so. Ja, leck mich. Knur. Shit happens, oder wie heißt es so schön? Okay, dann nochmal das Ganze hier. Ja, genau. Auf der Plattform. Lad nach.
Ist ja nicht so, dass... Oh, Alter. Ist ja nicht so, dass ich einen ganzen Tag Zeit hätte, mich mit euch auseinanderzusetzen. Ach, da. Und auch tschüss. Auch tschüss. So. Was ist denn hier los? Macht nix, da bin ich aber. Pack deinen scheiß Schutzschirm weg. Nein. Wieso können die eigentlich Schutzschilde tragen und wir nicht? Kann mir das meiner verraten? Wo denn, Arschloch? Wo denn? Da. Dieses Flammengedöns macht mir einfach zu viel Aua, um das mal sehr deutlich zu sagen. Was denn? Wo denn? Und wieso eigentlich? Ich weiß nicht mal annäherungsweise, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Das muss ich euch einfach mal sagen. Was war da? Ich dachte, ich hätte jetzt eine Analyse bekommen oder so. Okay. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich nicht möglicherweise im Kreis gelaufen bin. Auf jeden Fall bin ich jetzt tot. Also ich würde ja echt so eine Map oder sowas würde ich ja ziemlich geil finden, ne? Ich guck mich nochmal ein bisschen um, weil ich wurde eben noch beschossen. Ich weiß zwar nicht, in welche Richtung du gezielt hast, aber das ist okay. Da kann ich mit umgehen. Eine Flatline, ja super. Es ist hier... nichts. Da bin ich eben die Treppe hochgegangen. Glaub, dass das gefährlich ist. Nein. Also irgendwie... irgendwie... weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Na. Okay, der fährt bis dahin. Bis dahin. Okay, dann habe ich nicht mehr ganz viel Zeit bis zum nächsten. Das ist blöd, aber ich probiere es. Ich probier's, verdammte Scheiße. Aber irgendwie so muss man da rüber, oder sehe ich das falsch? Wie seht ihr das? Ach, so nicht. Das war jetzt mal ziemlich dämlich. Ich wäre ihm übrigens sehr dankbar. Genau, ihr tötet mich, bevor ich irgendwie... weiß ich nicht, keine Ahnung. Da ist ein G2, keine Ahnung. Da ist... GMR, die nehmen wir doch mal. Eieieiei, da habe ich aber ganz schön Prügel bezogen. Eieieiei, Tarnung ist nützlich. Ja, danke für den Hinweis. Sehr schön, sehr liebenswürdig von dir. Hä? Achso.
Achso. Aua, 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 aua. Das ist die DMR, die fand ich nicht so geil. Ich probiere es mal. Achso, das ist... Ja. Alter, so schnell wie du gegen die stirbst, das ist ja eine ganz schön harte Nummer. Deckung. So. Dein Schutzschild kannst du dir auch an die Backe nageln. Lange hält das nicht mehr, sag ich doch. Mann, 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 Mann. So. Du auch Geschichte. Ich fand die DMR irgendwie recht ungeil. Da macht... Ach, leck mich doch am Arsch. So. Eieieiei, hast mich gerne, was? Hallo, mach dich mal locker. Aua. Aua, aua, aua. Arschloch. Alter, wieso geht der Scheißding nicht kaputt? Ja, sehr eingeschränktes Sichtfeld. Na, vielen Dank. Das heißt, ich muss es umkreisen. Ich freue mich dann nachher mal. Oh, herrje. So, hier mache ich erstmal dein verficktes... Entschuldigung für die Formulierung. Schutzschild weg. Was war das denn? Was blitzt hier so? Arschloch. Arschloch. Huch. Hier ist ja auch nochmal ein Arschloch. Oder ist das dasselbe Arschloch? Wie auch immer, auf jeden Fall stirbst du. So. Oh, Mann. Ja, sehr eingeschränktes Sichtfeld. Das sehe ich. Zis. Kann ich dich vielleicht mit der... Was machst du denn da, hä? Tschüss. Toll, wolltest du mich mit... Nein, nicht nur wollte, sondern hat... Oh, Mann. Nein. Ich bin ganz ruhig, ganz tiefenentspannt. So oder so ähnlich. Was denn? Ugh. Was war das denn? Ich verkack's heute irgendwie nur. Eieieiei. Ach, ach, Mann. So. Tag.
Autsch. Ach, dieses Geschütz geht mir ja voll auf die Nüsse, ne? Aber die Durchschlagskraft der Knarre... Uah, wo kommst du denn her? Bei dir hackt's ja wohl, ey. Meine Güte nochmal. Könnte ich Muni aufnehmen? So, darf ich jetzt. Ja, ist ja gut. Hast ja gewonnen. Hast ja gewonnen. Penner. Ach, du lebst noch. Na dann. Sag das doch gleich. Was ist hier eigentlich los? Muss ich da rein? Oder ist das einfach nur Fake? Das ist einfach nur Fake. Lalalala. Könnte ich da mal eben kurz... Na, ist mir jetzt auch egal. Okay. Ach je, jetzt mache ich jetzt doch erstmal dieses blöde Geschütz zu Schutt und Asche. Reicht jetzt. Du meinst, du könntest das mit mir machen. Dann hast du dich getäuscht, mein Freund. Ruhe ist im Kabuff. Apropos Ruhe ist im Kabuff. Für diese Folge war es das dann. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und sage mal, bis bald dann. Ich vermute, dass wir uns da weiterhangeln müssen, aber das finden wir beim nächsten Mal raus. Und tschüss dann.